Ich begrüße euch wieder herzlich zu Aquanox 1. Gleich auch mal ein paar technische Fakten feststellen an der Stelle. Ich kann wirklich nichts dafür, dass ihr zum Beispiel die Boote die Gespräche übertönen. Das ist nämlich eine Soundeinstellung und das ist einfach vom Spiel selber total falsch eingestellt, soweit ich das richtig erkennen kann. Das tut mir dann wirklich leid, da müsst ihr dann selber lesen. Sollte ja scharf genug sein. So, wir haben jetzt erstmal einen Auftrag hier noch, den wir gleich ausführen werden, den werden wir gleich machen. Und wir werden jetzt Piraten-Scouts bekämpfen und die ELF-Anlagen schützen. Zeitfaktor berücksichtigen, achte auf die ELF-Nachrichten, ja klar, dann wollen wir einfach mal gleich Randale machen. Das geht jetzt voll ab hier. Oh, ich bin hier schon wieder total gespannt, was uns diesmal erwartet. Und ich hoffe, dass meine Maus diesmal wieder ordentlich funktioniert. Da habe ich echt am meisten Angst vor, dass da wieder nichts mehr geht. Okay, dann wollen wir mal. Brumm, brumm. Hier mit unserer Teuler. Am besten findest du die ELF-Kommunikationsstation, indem du den ELF-Strängen am Boden folgst. Geil. Vespucci ist ein wenig ungeduldig. Die haben Angst um ihre ELF-Station. Ich kann verstehen. Brumm, brumm, brumm. Alles explodiert wieder. Ja, extreme Schuss-Sounds. So, ich habe die Vendetta 2. Oh, er ist gesagt. Guckt euch die Vendetta 2 an, wie sie abgeht. Wie schnell sie feuert. Oh, sie verpissen sich. Nee, ist nicht. Ich schieße euch ab. Ich schieße euch ab. Hier, dich hier als erstes. Du musst einen Schlupfen. Drifter töten. Drifter. Wie sagt man, kann automatisch zielen. Stirb, Drifter. Drifter muss sterben. Ich hab ihn. Sterben. Du willst nicht sterben? Du musst sterben. Bam. So, das war der erste und der zweite folgt zum gleich. Wow. Ich habe ein Zeitlimit. Welches Zeitlimit? Wo ist das Zeitlimit überhaupt? Ich sehe noch nicht mal Zeitlimit. Oh, jetzt wollen sie kämpfen oder was? Ich weiß es noch nicht. Ah, scheint nicht so. Aber ich werde sie trotzdem jetzt fertig machen. Ich habe jetzt so eine geile Kanone hier. Oh, sie haben mich anvisiert. Jetzt ist es ruhig. Ja, ich verfolge das markierte Objekt. Mehr kann ich nicht. So, der hier. Der ist markierter als alles andere. Sterben. Oh, ich mache Schaden. Nein, der soll nicht sterben. Bam. So, das heißt, ich ist dran. Da noch mit dabei. Achso, meine anderen Brückenköpfe hier, die kämpfen ja auch noch mit. Die sind ja auch noch am Fight. Ja, die darf man nicht vergessen. Die sind noch mit in meinem Team drin. Verdammt. Okay, war perfekt. Die Explosion einfach nur so derbe laut, dass wir nichts mehr hören. Das ist so geil. Das Spiel. Hört echt geil. Was die natürlich nochmal machen kann, ist... Die Kommunikationsstation meldet einen schweren Angriff. Wir sollten uns beeilen. Also was er natürlich machen kann, ist dann noch... Flint, der Frachter schickt ein Notsignal. Ich schätze, die Kommunikationsstation ist wichtiger. Weil Windows Stereo Mixer die Mist kaputt machen, das würde auch noch gehen. Naja, Windows Stereo Mixer könnte man jetzt auch noch nicht machen. Oh, okay. Es scheint mir so, als hätten sie in das Spiel Bonusspiele, Bonusziele eingebaut. Aber es scheint mir fast so, als könnte man diese Bonusziele nicht erreichen. Was soll's? Na egal. Erstmal machen wir die Bombe. So, wo ist der nächste? Okay, erstmal muss ich meine Maus wieder einkriegen. Okay, wo bist du? Hallo? Er ist irgendwie hinter mir. So, gar jetzt. So, erstmal mal wie auf ihn hier. Dass er nicht unseren Frachter hier kaputt macht. Das wäre echt schade. Ja, wir darf jetzt nicht mehr den Frachter ballern. Das wäre noch beschissener. Aber wir sind gleich wieder vor. So funktioniert das. Kaputt gemacht. Jo, gerne gemacht. Weiter geht's. Nee, nicht Leute im Boden. Boah, voll die abgespackte Musik, die ganze Zeit. Abgespaced. Space. Okay, jetzt geht's ab hier mit dem Z-Drifter, den machen wir jetzt noch kaputt hier. Aha, unsere Waffe eigentlich alle unendlich Reichweite hier, oder was ist das? Oh Gott, die Steuerung. Ich sag's doch, die Steuerung geht ab, ey. Die Steuerung geht so ab. Oh, okay, die Drifter. Wir müssen sterben. Ah, was für eine Magic. Oh, das schreit rum, man hört nichts. Schreit, stirb an der Schreiung. Stirb an der Schreiung, oder stirb an mir. Stirb an irgendwas, aber stirb. Oh Gott, kommt wieder auch noch mal an. Alter, was soll das denn für euch? Das hört sich voll gruselig an. Und da ist auch noch ein komischer Spinner und das stimmt jetzt auch noch meine Vendetta 2. Da, perfekte Waffe, die ist echt cool. Eine wirklich geniale Waffe, muss ich nochmal an der Stelle sagen. Echt cool. So, Set trifft er. Jetzt geht's auch noch für dich ran, nächste Randale. Oh, Torpedo, muss auch noch eine. Boah, ja, das ist echt auch noch ein Torpedo. Wir bekommen neue Order. Zurück zum ELF-Knoten. Die können sich auch nicht entscheiden. Die können sich auch nicht entscheiden. Ja, ich mag diesen Bordcomputer irgendwie. Naja gut, diese ELF-Knoten, ne, sind ja echt schon klasse so. Also schön, dass wir immer eine Anzeige haben, wo wir hin müssen. Ah, unser Schild sieht noch ganz okay aus, ja, noch ganz gute Energie. Scheint diesmal gar nicht mal so unfair zu sein mit der Energie in dem Spiel. Ich habe auf jeden Fall mehr als sonst. Okay, ich habe noch eine Vendetta 1, wenn ihr das sehen wollt. Bio, ich habe auch BB-View. Oh Gott, da ist wieder ein Drifter, den knallen wir sofort ab.
da. Oh Gott, ich will nicht. Doch, jetzt wieder. Ah, ich werde wirklich verteidigen. Oh, okay. Verteidigen. Okay, Sendrichter Nummer 2. Der wird jetzt auch natürlich weggeballert. Oh Gott, das ist ihnen alles scheißegal. Ah, ich krieg mich da. Okay, da ist noch einer. Den ballern wir auch ab. Boah, das ist so leise, geht das mit dem Steuern drauf hier. Okay, komm schon. Ja, so. Gute Arbeit, Junge. Habt ihr gehört? Wir haben es gut gemacht. Wir können jetzt stolz auf uns sein. Wir sind die besten Piloten der Welt. Yeah. Wir können die ganze Welt zerstören, wenn wir wollen. Nur wenn wir wollen. Wir müssen es nicht tun. Yeah. Wieso musst du so lange warten, bis der Default aktiviert wird? Ja, egal. Wir warten halt. Wahrscheinlich ist auch irgendwie abbrechen, aber die haben die Taste dafür noch nicht gefunden. Könnte auch sein, dass es Escape ist. Ich bin der Meinung, ich hätte es ausprobiert. Da sollte man sich aber fragen, wo ich die Escape-Taste dann nicht einfach nochmal drücke. Ja, weil ich... Keine Ahnung. Weil... Was bringt es mir dann... Was bringt es mir dann zu sagen, dass es nicht funktioniert? Dann würde ich ja mein Wissen irgendwie... Würde ich mir ja selber nicht glauben. Gut gemacht. Vielleicht etwas lahm. Mann, was hast du erwartet? Okay. Ich mache ein Upload auf dein Konto. Jetzt sowas anspruchsvoller. Wie du weißt, leben wir hier auf geologisch instabilem Gelände. Unter unserem Hintern kocht flüssige Erde. Rede mal mit Dean Spender. Der kennt sich mit dem Zeugs aus. Wenn du deinen Auftrag erledigt hast, komm zu mir zurück. Du sollst ja nicht als armer Mann auf einem Junkboat dieses Gebiet verlassen. Ich bin dabei. Werde schon mal die Torpedorohre ölen. Geld, Kreditkarte. Das hat jemand auch angesprochen im Kommentar, so, man sieht eine Kreditkarte, wenn man Geld bekommt. Das ist echt sehr intelligent gemacht. So, Equip, ja, wir haben immer noch so zwei super tollen Waffen. Angeblich kann man hier die Waffen für dasselbe Geld verkaufen, wie man es gekauft hat. Das ist natürlich sehr cool, du hast keine weiteren Waffen mehr, es sind aber noch Waffen, sollen die Waffe abgerüstet, und, ja, klar. So, was können wir noch kaufen? Wir können die Hitman kaufen, aber auch die Plasma Gun. Was ist denn cooler von den beiden? Ich würde mal sagen, dann kaufen wir uns lieber die Hitman hier einmal. Weil die kann einmal so schön ballern und dann kriegt man dafür Geld. Ja, man bekommt keine Belohnung in dem Spiel. Deshalb muss man sich hier echt alles selber holen. Weil Belohnungen erhalten wir anscheinend nicht. Wir erhalten immer nur Credit Uploads. Ja, schau, wir kaufen uns einfach, was soll's. Einmal schön eine Hitman kaufen und dann haben wir wenigstens eine andere Waffe und das ist toll. Ja, würde ich mal so sagen, oder? Ja, seht ihr genauso, ich wusste es. Okay. Einmal nochmal reden. Mal sehen, was wir hier so reden können. Oh nein, nicht der alte Sack wieder. Bist du gerade einigermaßen klar im Kopf? Harry, da habe ich einen Schluck Quellwasser. El Topo hat einen Job. Vor Entropy Point 2 ist ein Sprungschiff verunglückt. Wir wissen nicht genau warum, aber du könntest dir die Sache ja mal anschauen. Was? Möglich. Du kennst ja die Gegend. Außerdem waren also Kisten an Bord. Was Kritisches? Ich denke schon. Die Torx redet zwar von Ersatzteilen, El Topo weiß aber, dass da drin Gasbehälter von unschätzbarem Wert sind. Ein neues Gasflint, eines mit geringerer Dichte als Helium. Das bedeutet ein Milliardengeschäft. Verstehe. Ich versuche zu retten, was zu retten ist. Ich nehme Pico als Wing mit. Mit wem verhandle ich wegen des Soldes? Melde dich danach in Magellan. Dort sitzt Philipp Soreso. Er ist autorisiert. Alles klar, wir haben hier noch einen Drogendealer, geil. Lightwater, Carfentanyl, Euphorin, Endorphin-Booster, Anti-HNS-Pillen, Equilibrin aus dem Schokoladen, Brainshots, Blue Eyes, zum in die Augentropfen, Potenz-Booster, Intelligenz-Booster, Dream-Server-Verstärker, Cyber-Loot, Nikotin-Lollies, High-Pressure-Kippen, Kopf-Stimulatoren, Sehen, Hören, Riechen, Fühlen. Scheiße, Mann. Du hörst dich an, als wärst du auf alles gleichzeitig drauf. Speedball-Kompositionen, Anti-Schlaf-Pillen, Freitodgas, ein Ballon nur 12,30, Helinox-Booster, Blue-Spray, Alter, was ist das für ein Suchti? Okay, der hat mich jetzt echt geschockt für mein Leben. Ich glaube, ich kann nie wieder das Spiel spielen. Oder sowas in der Art. Nein. Jetzt gehen wir nochmal. Wollen wir nochmal Rettungstransport machen? Nein, ich kann das gar nicht machen, weil ich gar keine Zeit mehr habe. Ich muss das Elefantenspiel noch aufnehmen. Ja, muss ich noch machen. So, okay. Ja, an der Stelle verabschiede ich mich dann auch ganz schnell wieder. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß an Aquanox 1. Es kommt euch so vor, als hätte ich gar nicht... Ich mache immer so kleine Parts, aber es liegt einfach nur daran, dass es halt so viele andere Projekte noch dazwischen kommen. Da muss ich mich auch kümmern, auch wenn das hier ein Primärprojekt ist. Ja, ich glaube schon dran. Irgendwann mal wieder so Riesenaufnahmen. Da haben wir wieder Aquanox 1 für den Rest unseres Lebens. Und das Spiel, es macht wirklich Spaß und so langsam komme ich auch wirklich rein und so langsam gefallen mir auch die Leute, die ich hier treffe, zum Beispiel Super Drogenman, der war zum Beispiel echt cool. Also, speichern wir ab und wir sehen uns nächstes Mal bei diesem lustigen Spiel. Speichern und tschüss.
Okay, tschüss, Modus. Okay, tschüss.